so eine sehr Coding und Robotik vor so einer großen Schar vorstellen zu dürfen. Was ist Coding und Robotik? Vor 2 Jahren haben wir uns zusammengetan, um auf eine der wichtigsten Entwicklungen der heutigen Zeit einzugehen. Hochtechnologische Roboter und neue Medien werden und haben bereits unser Leben verändert. Und wir wollen hier Anreize schaffen, um unsere Schülerinnen und Schüler zu digital kritisch und mündigen Bürgern zu erziehen. In Burgenland haben sich sehr viele Organisationen zusammengetan, um ein Medienkonzept zu erstellen. Kein kleinformatiges, technisches Fortbildungsprogramm, sondern wirklich ein digitaler Schulentwicklungsprozess, der multiperspektivisch auf diese Entwicklung eingeht. Wir haben Lernplattformen im Boot, auf denen wir unsere Inhalte zur Verfügung stellen. Die BH Burgenland als Fortbildungsinstitut, wo wir modulartig hier über 2 Jahre hinweg die Lehrer begleiten. Der Bildungsserver, bei dem wir gemeinsam bis zu 300 Unterrichtsszenarien bis jetzt entwickelt haben. Und natürlich der Landesschulrat für Burgenland, der für den formalen Rahmen hier gerade steht. Wie gesagt, wir wollen kein Format wirkt machen, sondern eben einen digitalen Schulentwicklungsprozess, der die Schulen auf allen Ebenen unterstützt. Das heißt, auch auf der Ebene der Organisation bieten wir den Schulleitungen Ablaufpläne, Checklisten, die hier sozusagen die Rahmenbedingungen an Schulen schaffen. Denn wir wissen, die Schulleiter sind die Schlüsselpersonen, die hier eben die Rahmenbedingungen schaffen können. Ebenso bieten wir einen technischen Support. Das heißt, Lehrer und Lehrerinnen und die Schulleitungen können uns telefonisch und via Mails erreichen und Probleme hinsichtlich technischer Natur an uns herantragen und wir versuchen sie zu lösen. Wenn wir das nicht von der Ferne können, kommen wir auch vor Ort. Das heißt, wir kommen an die Schulen, um hier technische Probleme zu lösen. Ziel ist es hier, die Ängste sozusagen der Lehrer zu nehmen, dass sie hier etwas falsch machen können. Coding und Robotik bietet bis zum heutigen Tag hier oder hat das große Ziel, hier einen kohärenten Kompetenzerwerb darzulegen, der von der Elementarpädagogik bis zur Primarstufe, zur Sekundarstufe 1 hier eben die Kohärenz hier sicherstellt. Uns ist eines ganz wichtig, dass wir hier den Schülerinnen und Schülern in Lernarrangements hier Curricula, also den Lehrern und Schulen Curricula zur Verfügung stellen, Jahresplanungen zur Verfügung stellen, Abschnittsplanungen und wie gesagt bis zu 300 Unterrichtsszenarien, die hier einen kohärenten Kompetenzerwerb ermöglichen. Alles als digitale E-Bücher auf den Lernplattformen. Für die Lehrerprofessionalisierung haben wir uns für ein partizipatives Transfermodell entschlossen, bei denen wir Learning Communities bilden, damit Lehrer nicht nur auf das explizite fachliche Wissen zugreifen, sondern auch auf das implizite Wissen wie Vorerfahrungen der Kollegen und Kolleginnen. In den Präsenzseminaren greifen wir auf die Mikrodidaktik des Unterrichts zurück und nehmen diese Methoden und diese Inhalte her, natürlich in einer anderen Komplexitätsstufe, damit die Lehrer hier die Emotionen und sozusagen die Ergebnisse der Schüler auch hautnah selbst miterleben. Denn eines ist klar, im Mittelpunkt stehen immer die Lernfortschritte der Schüler. Und hier sind uns ganz wichtig die komplexe Problemlösekompetenz. Das heißt, die World Economic Forum hat schon seit ein paar Jahren die komplexe Problemlösefähigkeit als wichtigste Fähigkeit der Zukunft definiert und genau hier wollen wir reinkommen. Das heißt, komplexe Probleme mittels virtueller Algorithmen und physischer Robotersysteme. Diese Zahlen sprechen für sich. Coding und Robotik bietet heuer an 23 neuen Mittelschulen diese 300 Unterrichtsszenarien an und schafft es hier eben 8000 Mal in Klassen zu gehen, dass Lehrer reingehen und sagen, herzlich willkommen zum Coding und Robotikunterricht. Gut, und wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Beginnen mit der Volksschule. Coding und Robotik ist nicht automatisch ein Computersystem oder ein Roboter. Hier im Turnunterricht Handlungsanweisungen und Algorithmen werden spielerisch erlernt. Für die Schülerinnen und Schüler immer mit sehr viel Freude dabei. Wir spannen dann natürlich den Bogen schon hin zu den Systemen. Da ist ein Problem, dass die Systeme viel Geld kosten. Deswegen bietet der Bildungsserver Burgenland für alle burgenländischen Volksschulen auch an, dass man sich diese Systeme ausleihen kann und diese Systeme von den IT-Regionalbetreuern sich an die Schule holen kann, dort mit einem Schulungspaket für die Kolleginnen und Kollegen. Somit wollen wir auch in die Breite gehen, dass alle Volksschullehrerinnen und Volksschullehrer da einen sicheren Umgang mit den Systemen haben. Den Abschluss bei uns in der Volksschule bietet dann das Programmieren von kleinen Platinen. Da gibt es mehrere Systeme, wir haben uns für eine Kaliope Mine entschieden. Hier ein aktuelles Bild, wo die Schülerinnen eben mit dieser kleinen Platine ein einfaches Projekt programmiert haben. Das kann aber auch mitunter bis zu sehr komplexen Projekten schon gehen.
wo man wirklich ins Maker-Tun hineinkommt. Für uns der Abschluss eines Jahres bildet dann eigentlich immer einen Wettbewerb. Wir haben im letzten Jahr einen tollen Wettbewerb für die Sekundarstufe gehabt. Und man sieht hier zwei Bilder. Das oben ist ein Tischtennisroboter, das untere ist ein Klopapierroboter, der mit Sensorsteuerung die Klopapierrolle auf- und abgerollt hat, leider nicht gewechselt hat, das haben sie immer geschafft, die Schülerinnen, aber tolle Ideen, sehr kreativ gearbeitet. Die Kreativität ist also ein ganz entscheidender Punkt bei uns. Neben der Kreativität haben wir natürlich auch das komplexe Problemlösen, der Thomas schon vorher gesagt hat, Computational Thinking mit Hilfe von technischen Geräten. Und natürlich wollen wir auch die Kritikfähigkeit schulen. Es ist ganz wichtig, dass man sehr kritisch an Sachen herangeht, von außen natürlich, aber auch das eigene Tun kritisch hinterfragt und sagt, okay, was tut sich da, ist es der Weg, den ich gewählt habe, der richtige oder gibt es vielleicht einen besseren oder einen anderen Weg? Zum Abschluss wollen wir dann schon ein bisschen die Brücke spannen zur Sekundarstufe 2 und da haben wir die Arduino-Platinen zum Programmieren, also weg von diesem Bausteinprogrammieren wie bei Scratch hin zu richtig textbasierter Programmierung. Und für uns, wir freuen uns hier sehr, dass wir da eben auch Elektrotechnik reinbringen können in das Konzept und dass wir zwei tolle Kooperationspartner hier haben. Wir haben an der einen Seite die HTL Eisenstadt und die HTL Winkelfeld, die uns hier ganz toll unterstützen, wo Lehrerinnen und auch Schülerinnen der HTL an die neuen Mittelschulen kommen und dort mit den Schülerinnen und Schülern praxisorientierte Beispiele üben, so wie wir sie dann auch wirklich, wie man sie in der Schule auch sieht. Also wie geht es jetzt weiter? Wie gesagt, unser großes Ziel ist hier der kohärente Kompetenzerwerb von der Primarstufe bis zur Sekundar, also bis zur Sekundarstufe 2. Zusätzlich bieten wir im Schuljahr 2019-20 auch einen Hochschullehrgang mit 30 ECTS an der Pädagogischen Hochschule an, wo das Zielpublikum Lehrerinnen der Primarstufe, der Sekundarstufe und der Polytechnischen Schule ist und wir ihnen hier methodische und didaktische Wissen vermitteln, damit sie diese Inhalte in den Unterricht bringen. Falls das jetzt zu kurz für Sie war, können Sie auf Facebook, Twitter und YouTube Coding und Robotik suchen und sich weiter informieren. Wir würden uns auch über Zuschriften via Mail freuen und freuen uns hier, dass Sie so aufmerksam uns gelauscht haben. Vielen Dank.